sehr kurz von der Auszeit. Vielleicht schaffen es ein Spiel sich abzusetzen. Das ist natürlich ein psychologischer Vorteil. Contario, stark. Wieder Aufschlag, vierter Aufschlag von Joao José. Schöne Abwehraktion, aber er geht leider raus. Wird ihn leider. Felix Büscher, auch ein guter Platteausschläger. Ja, Ricardo Balandi hat davor viele Punkte damit gemacht. Werden wir sehen, ob vielleicht die VfB-Annahme, der VfB-Annahme, wie wir die Aufschläge jetzt besser unter Kontrolle kriegt. Ja, auch wieder Probleme. Aber ist klasse gerettet von Lukas Tichacek, letzter Angreifer da, toll in Szene. Jerome Trommel verwandelt den Ball zum 15:14 für den VfB. Hier wird noch ein bisschen rumgezetert, rumdiskutiert, das ist ganz normal. Da will der Zuspieler ja auch das Gas seinen Gegenspieler ein bisschen in Bedrängnis bringen. Ja, will ein Zeitspiel ein bisschen machen, dass sie wirklich noch ein bisschen mehr Zeit haben, sich zu konzentrieren. Und jetzt geht es weiter mit dem Aufschlag. Dann hat er sein Ziel, würde ich sagen, erreicht. Er hat das Spiel verzögert. Damit hat Lukas Tichacek mehr Zeit zum Nachdenken und schlägt den Ball jetzt ins Aus. 15 weiter. Alexander Spirovski am Aufschlag. Jetzt die Chance für den SC Berlin in Führung zu gehen. Und Spirovski macht den Ball. 16:15 Führung. Zweite technische Auszeit. Toller Ballwechsel, sehr gute Abwehraktion. Perfekter Pass und den verwandelt er. Ja, wir haben wieder Führung für den SC. Versuchen wir mal was zu hören. Vom weiter. Der Mokulescu hat erstaunlich wenig gesagt. Zwei laut hat er immer wiederholt. Das ist die Aktion in der Annahme, in dem der erste Ball versenkt werden sollte. Es ist klar, dass das für dein Team fordert, weil die Annahme muss stehen und dann können sie auch wirklich sichere Punkte machen. Mal schauen, ob es jetzt klappt. Gute Annahme. Ganz schön flach der Pass. Und jetzt nochmal die neue Chance. Einfacher Fehler vom SCC, schade. Da kämpfen sie sich die Chance und dann gehen sie so leichtfertig wieder her. 16 beide. Ja, ich bin gespannt, ob es der VfB Friedrichshafen schafft, sich jetzt erstmal in dem Spiel mal mit 3 oder 4 Punkten abzusetzen. Oder ob es wieder ein enges Finish geben wird. Erstmal geht für die SEC in Führung. Versuch eines kurzen Aufschlages. Und beim SEC wird der bis jetzt effektivste Aufschläger zum Aufschlag. Aber schöne Aufgabe, super Annahme.
Netzberührung von Galandi. Beim Blockversuch. 17 beide. Ja, die Frage wird sein, wer es schafft, sich jetzt ein bisschen abzusetzen vom anderen Team. Schlechten Ball angeworfen. Damit geht er auf ins Netz. Und jetzt Ricardo Galandi am Auftakt, der davor wirklich gefährliche Cut-Auslege rübergeschickt hat. Mal schauen. Ah, diesmal gute Annahme. Schnell über außen. Gute Abwehr von Spirowski. Und da fast er ins Netz. Der Punkt geht an den ersten FC Berlin. 19 zu 17. Also, da hatten sie natürlich jetzt Glück, dass der Ball rüberging. War eigentlich ungeplant, denke ich. Der Pass vom Obst, aber genauso der Angriff wollte ja auch sehen. Zwei einfache Fehler in Folge von Frieshafen. Die nimmt SCC natürlich dankbar an und die können sehr wichtig sein. Jetzt hat SCC geschafft, sich nur 3 Punkte abzusetzen. Auszeit von Mokulescu bei 17 zu 20. Das ist ganz logisch, dass er die jetzt nehmen muss, weil er sieht, dass sein Team sehr unsicher wirkt. Die Annahme steht nicht, sie machen wirklich leichte Fehler, was man davon ist. Und der SCC ist hier wirklich drauf und dran, auch diesen zweiten Satz zu gewinnen. Das wäre schon ein ziemlich wichtiger Schritt in die richtige Richtung, wenn sie das Spiel gewinnen wollen. Wir landen hier am Aufschlag. Man kann davon ausgehen, dass er keinen Fehler machen wird. Ja, macht sogar Druck. Punkt Frieshafen. Der Ball ist jetzt wichtig, wenn sie den jetzt machen, von 21 zu 18. Dann haben sie wirklich exzellente Chancen, diesen Satz zu gewinnen. Ja, guter Aufschlag, die Annahme nur hoch ins Feld. Aber Skorsky Künstler mit seiner ganzen Erfahrung schlägt den Ball über den Block. Da kann die Abwehr nicht viel machen. Vielleicht wäre es ausgegangen, aber er ist noch nicht mehr weggekommen einfach. 21 zu 18. Das Glück ist gerade ein bisschen auf Seiten von der SCC. Da will er das Glück wirklich noch mehr herausfordern, aber das klappt auch nicht immer. Jetzt Fred Winters im Aufschlag für den VfB. Wieder Sprungaufschlag. Aber kein Risiko, sondern relativ locker. Block SCC Berlin. Felix Fischer sichert den erneuten 3 Punkte Vorsprung. Eine Riesenchance gegen den VfB Frieshafen mit 2 zu 0 in Führung zu gehen. Gute Annahme. Wieder Felix Fischer im Block. Also, Mauro Seek kam mir schon sehr unsicher vor. Eigentlich ist er einer der besten Mittelblocker der Liga. Aber jetzt schon mit seinem bestimmten 4. Fehler hier in dem Spiel. Das ist wirklich ungewöhnlich. Da merkt man wirklich die Verunsicherung in der Frieshafener Mannschaft. Die Kulisse ist auch sehr beeindruckend. Die Zuschauer gehen voll mit. Die stehen auf, klatschen für ihr Team. Und der SCC lässt sich davon wirklich gut anstecken und führt hier relativ souverän mit 23 zu 19. 2 Punkte fehlen nur noch zum Satzgewinn. Das wäre schon eine faustdicke Überraschung, wenn sie hier wirklich mit 2-0 in Führung gehen, dann bin ich gespannt auf die Antwort vom VfB, ob sie wirklich dann nochmal schaffen, zurückzukommen. Aber jetzt erstmal, wenn wir sehen, wie der zweite Satz ausgeht. Scott Suchinski am Aufschlag. Zu
96. Block von Hidalgo. Er kann gar nicht glauben, dass der Ball knapp im Aus sein soll. Ja, ich denke, das war's im zweiten Satz. Und wieder war es ja auch ein Problem mit dem Fehlaufschlag. Da bin ich wirklich sehr überrascht. Eigentlich ein sehr konstanter, guter Spieler, aber wir sind wieder mit dem Spieler. Jetzt das bei SNC Berlin, Felix Fischer am Ausschlag. Und da macht er das aus. 2 zu 0, Satzführung 25 zu 20. Ja, hier versteht man kaum sein Wort. Kavini Romand, Manager hier in Berlin. Schon seit 1991 haben Sie sowas schon mal erlebt. Tollste Stimmung hier in der Max-Schmeling-Halle. Ja, ist unglaublich. Ne? Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich glaube, dass wir heute ganz gut an den Bundesliga-Rekord rankommen werden. War eine fantastische Kulisse. Unsere Mannschaft spielt gut, also sieht ganz gut aus. Ja. Man bekommt langsam eine Gänsehaut bei der Stimmung. Ich muss sagen, 2 zu 0 Satzführung, das hätten wohl die Künstler Optimisten auch nicht erwartet. Sie sind Dritter, Friedrichshafen ist Erster. An was liegt es denn heute? Ja, definitiv. Also für uns geht um alles, um eine kleine Chance noch auf den zweiten Platz zu haben. Und ich denke, das sieht man unsere Mannschaft auch an. Sie gibt alles, vor allen Dingen spielt sie in der Abwehr hervorragend. Im Block und Abwehr gerade da die Elemente, die wir in den letzten Wochen nicht so gut beherrscht haben. Und das ist sehr viel auch, glaube ich, aus der Motivation heraus. Denn so viel kann man innerhalb von 2-3 Wochen nicht ändern. Das ist Motivation. Die Mannschaft wird jetzt getragen von den Zuschauern. Noch einmal zu Ihrer Mannschaft. Die macht eine super Saison, hat erst 4 Minuspunkte. Dennoch, die Liga ist nicht so ausgeglichen. Die Top-Teams sind trotzdem nah beieinander. Das sieht man heute. Was ist denn drin für Berlin noch, auch in den Playoffs? Ja gut, die Playoffs, die kann man nicht programmieren. Die haben wieder ihre eigenen Gesetze. Wir sind sehr zufrieden. Nach 22 Spieltagen haben wir nur 2 Spiele verloren. Und normalerweise ist man mindestens Zweiter, wenn nicht sogar Erster. Aber diesmal haben wir 2 überragende Mannschaften mit Haching und Friedrichshafen neben uns. Und ich glaube, diese interne Konkurrenz zwischen diesen 3 Mannschaften treibt auch noch das Letzte aus allen hinaus. Deswegen sind wir mit 2 verlorenen Spielen auch nur Dritter bislang. Ja, abschließend nochmal Sie als Manager. Ja, die Kulisse seit 1991 arbeiten Sie an dem Verein. Was erklären Sie mal ganz kurz, vielleicht in 3 Sätzen, wo soll es noch hingehen? Das ist ja ein toller Stand gerade. Ja, wir wollen die Auftritte in der Schmelinghalle immer erweitern. Wir werden die Mannschaft verstärken. Das Ganze wird noch eine Stufe weitergehen. Wir sind in sehr guten Gesprächen und ich denke, Berlin hat das verdient. Dankeschön und wir genießen das Spiel erstmal. Kavin Hiromann hat es auch wieder angesprochen. Wir haben das Gleiche gesehen, dass SCC wirklich im Blockabwehr überragend spielt, teilweise viele Bälle kriegt. Der VfB braucht immer wieder 2., 3. Anläufe, um einen Punkt zu machen. Das kostet Kraft, das kostet Nerven. Das ist bisher das Erfolgsrezept für SCC. Deswegen liegen sie hier mit 2-0 Führung. Und haben jetzt in diesem Satz die Chance, das Spiel schon für sich zu entscheiden. Schauen wir mal an, wie das wird. So, Mokolescu hat den Zuspieler gewechselt. Der Slowake Satko spielt jetzt zu. Und ebenso spielt der Serbe Venic jetzt für Winters. Für mich überraschend. Aber jetzt muss ich SEC neues aufstattieren, wenn das draußen ist.